Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play The Greedy Cave. Also das Spiel will ich seit gefühlt in einem Monat spielen und Let's Playen. Und endlich kann ich es machen. Und ja, das Spiel ist mit der Don't Starve Grafik aufgebaut. Es ist eigentlich fast wie Don't Starve. Einige Charaktere wurden, also Monster-Charaktere, wie auch immer, wurden halt übernommen von Don't Starve. Zum Beispiel der Vogel da hinten mit den großen Auge. Mit dem großen gelben Auge. Und ja, lass uns nicht lange labern. Lass uns beginnen. Starten. Ich würde mal sagen, wir können hier ganz klar Kuya Paul eingeben. Das passt schon. Das passt schon. Hallo. Alles klar. So, lass uns erstmal die Haare machen. Mal sehen, was für Haare es so gibt. Ich würde nur sagen, hier gibt es eine Menge. Das gefällt mir eigentlich am meisten hier. Oh. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Ich würde nur sagen, dass das hier machen wir auch. So will ich heißen. Hä, wie macht man das jetzt? Am besten. Ich hab doch da. Ich würde nur sagen, zufällig. Ich würde nur sagen, ich mach das später dann, okay? Leute, verzeiht mir dann. Ich weiß ja. So, mit Klick auf deinen Namen eines Monsters während des Kampfes kannst du Informationen darüber ausschalten. So, endlich bin ich hier angekommen. Welchen Weg zeigt mir das Schicksal? Existiert der sagenhafte Schatz wirklich? Jetzt muss ich mich selbst beweisen. Nice! Das Spiel ist Multiplayer. Oder? Wie nice. Können wir hier uns Waffen kaufen? So, kaufen. Zieh den Gegenstand in dein Inventar oder auf deinen Charakter, um ihn zu kaufen. Verkaufen. Zieh den Gegenstand aus der. Also genau umgekehrt. Ja. Ich hab's verstanden. Ich würde sagen, ich hab jetzt Bock, einen Dungeon zu machen mit euch. Ich glaube, so macht man das eigentlich. So, Verstärkung. Kann deine Ausrüstung im jeweiligen Element verstärken. Für jede Verstärkung ist eine goldene Ausrüstung als Material notwendig. Ich weiß Bescheid. Okay. Also so eine Art Schmiede, wo man seine Sachen verbessern kann. Oh mein Gott, das ist so. Eine Chest. Ach so, im Lager kannst du all deine Ausrüstung ablegen. Ich weiß Bescheid. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das mache ich später. Das mache ich gleich, okay, Leute? Das Video ist eh gleich vorbei. Das mache ich gleich. Also, Avalon hat das Spiel entwickelt. Ich glaube, Avalon hat das Spiel Don't Starve auch entwickelt. Glaube ich mal. Weiß ich nicht. So, Leute. In der nächsten Folge werden wir beginnen mit dem Abenteuer. Bitte sterbt nicht in der Hölle. Höhle. So, in der nächsten Folge beginnen wir mit der Abenteuer. Und ich freue mich schon. Und bye bye.